liebe Freundinnen und Freunde der Mathematik und solcher, die ihr es noch werden wollt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Richtungs- und Einheitsvektoren. Ein Richtungsvektor A, natürlich immer mit darüberliegendem Pfeil, Kleinbuchstabe mit darüberliegendem Pfeil, ist der Vektor mit orientierter Richtung. Das heißt, es ist egal, wie lange er ist, für uns zum Rechnen ist es meist am besten, wenn er möglichst einfache Koordinaten hat. Zum Beispiel der Vektor 3, 3 ist ein Richtungsvektor. Aber der Vektor, also der Vektor 1, 1 ist dasselbe Richtungsvektor. Wir gehen in dieselbe Richtung. Deswegen ist der Vektor 1, 1 und der Vektor 3, 3 dasselbe Richtungsvektor. Richtungsvektoren geben nur eben diese Richtung an. Und hier können wir auch kürzen. Aber Achtung, nur wenn es um Richtungsvektoren geht. Der Vektor A hat auch immer einen entgegengesetzten Vektor, nämlich den Vektor minus A. Wenn wir zum Beispiel den Vektor eben A, 3, 3 haben, dann heißt der Vektor minus A, minus 3, minus 3. Er heißt Gegenvektor zum Vektor A. Wenn wir uns das einzeichnen, der Vektor A, x-Achse, y-Achse, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier haben wir den Vektor A. Der Vektor minus A würde dann, wenn wir von diesem Punkt ausgehen, 1, 2, 3 nach links und 1, 2, 3 nach unten gehen. Wir können ihn überall einzeichnen. Also er ist parallel, gleich lang, aber Achtung, er hat eine andere Orientierung. Er hat keine andere Richtung, eine andere Orientierung nennen wir das. Im Deutschen sind wir hier oft sehr ungenau. Also die Richtung ist dieselbe, wenn es parallel ist und diese beiden Vektoren sind parallel, aber eine andere Orientierung. Praktisch können wir uns das vorstellen wie bei einer Zugfahrt. Die Richtung Landeck-Innsbruck und Innsbruck-Landeck ist dieselbe. Wir fahren auf den gleichen Schienen, aber die Orientierung ist eine andere, ob ich von Landeck nach Innsbruck oder von Innsbruck nach Landeck fahre. Also Achtung hier bei den Begriffen. Ein weiterer wichtiger Vektor, den wir immer wieder brauchen, ist der Einheitsvektor. Der Einheitsvektor wird immer mit A und einem unten gestellten 0 bezeichnet. Der Einheitsvektor A0 des Richtungsvektors A ist der zum Vektor A parallele Vektor A0 mit dem Betrag 1. Und berechnet wird er mit A, der Vektor A dividiert durch den Betrag des Vektors A. Also, wenn wir zum Beispiel hier den Vektor 3, 3 nehmen, dann wäre das der Richtungsvektor. Der Einheitsvektor ist jetzt jener Vektor, der genau eine Einheit lang ist. Das ist nicht der Vektor 1, 1. Ich hoffe, das ist jedem klar, denn der Vektor 1, 1 hätte ja die Länge 1 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat. Die Wurzel draus, also die Wurzel als 2 und das wäre 1,4. Wir möchten genau jenen, der eine Einheit lang ist. Also wahrscheinlich wird es irgendwie 0,7 und 0,7 sein. Wir könnten das jetzt probieren. Machen wir da noch ein Sonderbeispiel. Wir haben unseren Vektor 3, 3 und wir möchten hier den Einheitsvektor. Also der Vektor 3, 3 durch den Betrag. Vektor durch Betrag. Der Betrag des Vektors 3, 3, also
sagen wir hier, der Vektor a heißt 3, 3. Der Betrag des Vektors a wäre die Wurzel aus 3 zum Quadrat plus 3 zum Quadrat, also die Wurzel aus 18. Wir lassen diese Wurzeln so stehen, so haben wir am meisten Genauigkeit. Also 3 durch Wurzel aus 18. Und wir berechnen das so wie bei der Multiplikation. 3 durch Wurzel aus 18 und noch einmal 3 durch Wurzel aus 18. Und jetzt geben wir das in den Taschenrechner ein und erhalten 0,71 und 0,71. Also das wäre der Einheitsvektor zum Vektor 3, 3. 0,71 nach rechts und 0,71 nach oben. Dieser Vektor wäre, wenn ich in Zentimetern zeichne, genau einen Zentimeter lang. Das nächste Beispiel, das ich euch hier aufgeschrieben habe, heißt: Bestimme die Koordinaten des Gegenvektors und des Einheitsvektors vom Vektor a 13, 5. Also der Gegenvektor, ganz einfach, der Vektor minus a wäre dann einfach jede Koordinate negativ genommen. Also minus 13 minus 5 in Spaltenform oder in Zeilenform, ganz egal, wie es euch besser gefällt. Die Koordinaten des Einheitsvektors werden jetzt, das wird jetzt schon etwas komplizierter. Wir brauchen hier die Länge von a, den Betrag, also die Wurzel aus 13 zum Quadrat plus 5 zum Quadrat. Ihr könnt das alles gleich in den Taschenrechner eingeben und dann werdet ihr erhalten die Wurzel aus 194. Bitte einfach die Wurzel stehen lassen, nicht die Kommazahl nehmen, denn hier haben wir alle Kommastellen dabei. Und bei der Kommazahl schneidet ihr meist, bei der Dezimalzahl schneidet ihr meistens irgendwelche Kommas ab und verliert an Genauigkeit. Also nehmt bitte die Wurzel mit. Dann heißt unser Einheitsvektor a0, der Vektor a 13, 5, durch den Betrag von a, Wurzel aus 194. Das wäre dann 13 durch Wurzel aus 194 und 5 durch Wurzel aus 194. Und jetzt noch einmal den Taschenrechner anschmeißen und wir erhalten 0,93 und 0,36. Und das ist jetzt jener Vektor, der in Richtung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5 in diese Richtung genau einen Zentimeter lang ist. Das wäre der A0, dieser Vektor. Hier ist unser Vektor insgesamt. Nicht vergessen, immer natürlich XY und die Einheit dazu schreiben. Eine Einheit lang. Das ist unser Einheitsvektor. Wenn wir jetzt noch einmal die Probe machen möchten, wir nehmen den Betrag von a0 her, würden wir berechnen 0,93 zum Quadrat plus 0,36 zum Quadrat. Je mehr Kommastellen wir hier haben, umso genauer wird es natürlich und hier sollten wir eigentlich 1 erhalten. Wenn wir diese Zahlen nehmen, also 13 durch Wurzel aus 194 zum Quadrat plus 5 durch Wurzel aus 194 zum Quadrat und von dieser Zahl die Wurzel, dann erhalten wir ganz genau 1. Wenn wir aber mit Dezimalzahlen rechnen, wird es wahrscheinlich nur eine Näherung werden. Also noch einmal zur Wiederholung.
Richtungsvektoren geben nur die Richtung an, Einheitsvektoren geben die Richtung und eine Einheit an. Ja, so viel zum Thema Richtungs- und Einheitsvektoren. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und auch eure Begeisterung für die Vektorrechnung noch etwas mehr wecken. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch mit anderen mathematischen Videos beschäftigen würdet. Ciao und auf Wiedersehen, eure Mathematiktrainerin.